Das geht generell. Den kann man übers Wasser bauen. Okay. Das ist natürlich echt awesome. Nur die Frage, was macht das für einen Sinn im Endeffekt? Ja, hier geht nämlich nichts mehr. Aber Nix Flair ins Wasser zu bauen, wäre natürlich eine Maßnahme. Nach Möglichkeit natürlich hier so. Ne? So. Könnte man tun. Die Frage, was bringt's? Bringt das was? Ich meine, ich könnte die zwei Seiten vom Park miteinander verbinden. Aber das ist mir zu teuer und zu risky jetzt gerade. Ich denke, wir kriegen das auch so hin. Oh. Ja, okay, vielleicht auch nicht. Gerade mal hier gucken. Ziele. Ziele. Gut, das ist echt nicht mehr so viel. Eigentlich müssen wir das nicht machen. Doch, wir brauchen 60.000 Parkwert, okay. Gucken wir doch mal nach den Bedürfnissen. Ich bin in Erbrochenes getreten. Ich habe Durst. Ja, Durst ist natürlich ganz schlecht. Eine Erste-Hilfe-Einrichtung willst du haben? 9%. Okay, können wir machen. Das können wir tatsächlich machen. Hast du gekotzt? Blödes Stück. Das ist eine erste Hilfe. Bauplan. First Aid. Das da. Okay, that's not so small, aber ich denke doch, damit können wir arbeiten, oder? Guck mal. So. So. Du bist jetzt im Berg sitzen, oder? Ja, so gut wie. Okay, First Aid ist damit auf jeden Fall schwebend. Macht ja nichts. Kann es von mir aus auch sein. Aber wir müssen auf jeden Fall Erste Hilfe, Geld verlangen und angleichen. Definitiv. Hier, 50 Cent, Bitch. Boom, Erste Hilfe. Okay, so, dann gucken wir nochmal die Liste rein. Attraktionen, Galpi Soda, Chief Beef, Galpi Soda 3, Chief Beef, warte mal, Name. So rum, Chief Beef 1, 2, das ist dann 3. Boom. 3. Galpi Soda 1, 2, 3 und 87, ja, die Nummerierung ist der Hammer. Galpi Soda 4, ich liebe meinen Job. Ich weiß, wer noch hier als Echse durch die Gegend läuft. Scheißhaus 1. Erste Hilfe 1. Forge ist sehr billig. Okay. Freut mich, das zu hören. Und Hotels und Scheißdreck haben wir nicht. Alles klar. Forge ist zu billig. Nehmen wir lang. Okay, die gehen echt auf Forge ab wie Hölle. Das ist natürlich geil, ja. Forge zieht hier auch den meisten Umsatz gerade, wie ich sehe. So, das war das Erste-Hilfe-Gedöns für die Kunden. Dann, Besucher besser gesagt. Kunden ist falsch. Was geht noch? Ich habe Durst. Ich bin in Erbrochenes getreten. Okay, wenn du Durst hast, dann geh dir ein... La 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 la. Kopieren. Ah, so sieht's aus. Mit dem Galpi drin, ne? Ja klar. Cool. Okay, den setzen wir jetzt natürlich noch irgendwo hin, wo es Sinn macht. Ich hab Durst. That pussies. That's all. Voll die Kotze hier ablaufen, ne? So. Galpi on this. Little shit. Ich glaube, das sitzt aber nicht richtig, oder? Na doch, kann man lassen. Ja, there you go. Chief Beef steht seit einer Weile leer. Ja, 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 ja. Trotzdem müsst ihr mal jemand die Kotze wegmachen. Das ist voll eklig, Mann. Was ist los mit denen? Also wenn ich das sehe, dann wird mir ja schon echt schlecht. What the hell, Personal? Öde, öde, öde. Ich liebe meinen Job. Okay, der liebt seinen Job. Und... die lieben ihren Job auch, aber die könnten mal noch ein bisschen Fortbildung gebrauchen, ne? Das Gehalt ist gar nicht so übel. Ich liebe meinen Job. Was ist los mit denen? Okay.
75, there you go, Verkäufer. Alles gut? Jawohl. Außer bei dir, aber das kriegen wir in den Griff. Grief. Ja, aber noch höher müsste ich sie eigentlich schon mal gar nicht ausbilden. Außer den untersten, ne? Und den hier. Aber das geht gerade noch nicht. Und ich bekomme Gewitter. Falls ich rausfliegen sollte, wisst ihr Bescheid, ja? Es donnert draußen. Ein wenig. The Gulpy Rex, den meinte ich. Der ist auch die Echse, die durch, durch die Gegend läuft. Fuck Sky. Guy! Gay! Da ist er. Da ist er, The Gulpy Rex. Können wir ihn verfolgen? Da, Gulpy Rex on my ass. Wow! Bonk. Lol. Jawohl, der fällt die Leute ja förmlich an. Was ist los mit dem Kerl? De Galbi, Alter. Aber der liebt seinen Job. Oh, der auch, guck mal. Boom, boom, boom. Nimm das Müll. Die stehen aber auch alle auf der Galbi, guck mal. Okay, that's awesome. Wo ist er hin? Da, ne, Moment. Wo ist er hingelatscht? Ah, da. Die Stelle ist wie für mich geschaffen. Der ist mega zufrieden. Das freut mich für ihn. Und er hält 22 Gäste. Er ist sehr fähig, das ist gut. Forschung anzeigen. Gib Gummi. Oh, wow. Ein Card Game. Eine saubere, strahlende Zukunft. Das klingt... Klingt sick, aber could do. Alright. Was waren das für Cards, ne? Fahrgeschäft. Moment, das war doch ein Fahr... Was? Ach, der Bahn. Was zur Hölle habe ich da gerade erforscht? Strahlende Zukunft. I don't know. Okay. Aber gut, macht ja auch erstmal nichts. Wie sieht es mit unserem Parkwert aus? Park 31 von 60. Okay, 31 von 35.000. Wir sind erst da, damit wir Silber erreichen. Das würde ich natürlich gerne noch tun. Ja, wir könnten das Teil halt, wie gesagt, einfach da reinmachen. Der Gegenstand ist gesperrt, da können wir nichts machen. Da können wir zum Beispiel schon mal nichts machen. Hier gehen wir schon mal rüber. Das heißt, wir könnten da natürlich auch etwas hinbauen. Ein Fahrtgeschäft. Iron Claw. Ja, wir brauchen irgendwas, was wirklich geilen Spaß bietet. Sieht's hier aus. Forge ist immer noch preiswert. Ich brech ab. Elixiere Maschines. Sunflare ist natürlich immer ein Bringer eigentlich. Gulpy Rex hätte eigentlich eine Gehaltserhöhung verdient. Das stimmt, da hast du recht. Eigentlich wohl bemerkt. Denn uneigentlich kann er mir blasen. Weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ich hoffe es. ja, das sollten wir auf jeden Fall irgendwo positionieren. Wo wir auf der Seite hier den Eingang machen, auf der anderen Seite den Ausgang. Warum? Weil wir geil unterwegs sind und es können. Und am sinnvollsten würde sich das natürlich hier, obwohl, hier quillt sich auch anbieten. Hier auch, wenn er da mal hinpassen würde. Aber da ist blockiert. Yep. Aber über allem kann man natürlich machen. Das sieht ja super gut aus, wenn man da oben dran macht. Ich weiß nicht, ob er das macht. Aber wir können das nochmal verifizieren, ob er das macht. Gucken wir gerade mal, wo er ist. Weil ich würde sagen, mit der Zunge macht er das auf jeden Fall. Look at die Zunge. At die Zunge, at the tongue. Look at that. Er schlägt doch alles, ja, und er hält 11 Gäste. Also der ist total zufrieden. Ich weiß gar nicht, wie man in dem Job so zufrieden sein kann. Ich meine, klar, wenn es einem liegt, bestimmt, ja. Aber ich finde das schon etwas strange vom Gulpy Rex, ja.
P-Rex, dass er sich da so drüber freut, den ganzen Tag so rumzuspackeln, ja. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Aber gut, ich meine, wem es liegt, dem liegt's. Sehr wahrscheinlich. So, ich hätte gerne einen Nyx Flare. Nyx Flare, please. Where there? There it is, aber passt nicht. Passt nicht, warum nicht? Wo ist denn da jetzt noch was blockiert? You are kidding me, indeed, oder? Do it. So, der ist jetzt natürlich leicht erhöht. Aber das ist eigentlich auch beabsichtigt, denn wir gehen jetzt hier wieder raus. So, dass wir uns da drüben sammeln können. Und da geht's rein. Es wird natürlich etwas verwirrend. Aber das ist auch in Ordnung so. So, ein Gang platzieren, der kommt hier hin. Ja, und der Ausgang kommt hier hin. Alles klar. So, erstmal der Eingang mit dem Weg verbinden. Wild Blue hat ein technisches Problem. Das finde ich jetzt irgendwie gar nicht mal so geil. Oh, das hat aber lang gedauert bis runter. Okay. So, jetzt können wir das endlich bewegen. Bäh. Okay. Ja, der Nightbot hat's drauf. Was das angeht. Joink. Joink. Das Ding wird mich ja tatsächlich mal reizen im Real Life, ob es das gibt. So, jetzt müssen wir nur die Bäume wieder anpassen. In der Hoffnung, dass das natürlich seine Warteschlange auch entsprechend verschönert. Das wäre natürlich nicht verkehrt, das wächst schon mal richtig. Plus 1,4, also langsam sinkt unsere Einnahmen, sinken langsam. Und stinken. Wahrscheinlich auch. So. Komm. Weg, weg. Und die shaven wir auch ab, so. Wächst du auch mitten aus dem Weg? Jo. Miuf. So, dann können wir nämlich für das Sun Nyx Flare. Nyx Flare. Nyx Flare. Auf jeden Fall mehr Geld verlangen. Kommt drauf an, die Warteschlange hat 58% auf jeden Fall. Mindestens mal 8 Dollar und öffnen. Obwohl, wir haben den Ausgang natürlich noch nirgends hin verbunden. Das holen wir jetzt aber nach, indem wir den Weg nach da unten ziehen. Mit Treppen sogar. Für die ganz, ganz abgefuckten Leute, die so gerne Treppen laufen. Wie ungefähr niemand. Das ist die Krake, die habe ich da reingesetzt. Extra, damit sie da ein bisschen Terror macht. You know? Du meinst das Teil da? Das ist die Krake, ja. Die habe ich da reingesetzt, damit das Ding immer wieder auf und abtaucht und die Leute hier erschreckt. So, ist das nicht cool? So, Hammer, das Ding. Irgendwann spritzt auch Wasser aus dem Maul. Warte mal. Aus dem... Erste Hilfe ist sehr billig, okay. Ja gut, das können wir anpassen. Bis das Vieh mal Wasser aus dem Maul spritzt. Bestimmt beim nächsten Mal. So, erste Hilfe ist zu billig. Oh, shit. Immer noch nicht. Was ist los mit dem Teil? Was ist los mit dem Teil? Komm schon. Tu es. Komm. Spuck über die Gäste. Tu es. Das ist gar nicht mal so leise, ne? Na komm. Spit it out. Alter. Okay, wir kommen drauf zurück. Ich muss jetzt hier erstmal den Preis anpassen.